Hallihallo, Hallöchen. So, da bin ich wieder. Jetzt geht's weiter in unserem Kochmarathon, den wir am Samstag haben, ja, angefangen haben. Am Samstag war es. Heute ist Dienstag. Heute gibt's laut Buch Lauchsuppe. Aber ohne Hackfleisch, wie man sonst immer macht, sondern einfach mit ein bisschen Käse, Schmelzkäse oder Frischkäse. Also bei uns wird es Frischkäse werden. Da hatte ich noch zwei angefangene Becher im Kühlschrank. Einmal mit Kräutern und einmal ohne. Und anstatt dem Hackfleisch einfach mal ein bisschen angebratenen Tofu. So, zur Freude der Männer. Tofu, kommt wohl nicht so gut an, aber Knoblauch reißt sich immer raus. So, na denn, los geht's. Als erstes beginnen wir mal damit alles zu schneiden. Den Lauch, den Knoblauch, den Champignons und unseren Tofu. Los geht's! Und heute, wie ihr hört, haben wir auch unseren Küchenhelfer mit dabei. So. Schauen wir doch mal. Wo ist er? Bergi? Oh, da komm mal her. Mal wieder. Gut. Nein, wir setzen uns da hin. Nein, setz dich anständig hin. So, er wird uns heute beim Kochen begleiten, wir zugucken und hoffen, dass er was abgreifen kann, aber das sieht schlecht aus, weil Porridge muss nicht sein. Wäre es eine Möhre, wäre es was anderes. Und weiter geht's.
zuerst wird erstmal das Gemüse angebraten. Ja, einfach alles rein in den Topf. Ja, das geht ganz krass. Mein Deckel wieder umgefallen. Können wir uns schon mal ein bisschen was von unserer Würzmischung dazu tun. Wir haben Pfeffer, Salz, Paprikapulver. Da machen wir jetzt von jedem einfach so ein bisschen was schon mal zu. So, ein bisschen was lassen wir übrig. Dann haben wir ein bisschen Brühe. Da machen wir auch was mit dazu. Und angebraten ist zusammen mit dem Gemüse, das ist immer ein bisschen kräftiger im Geschmack. Das dauert jetzt ganz kurz, da machen wir erstmal ein bisschen Brühe. Ein bisschen was. Wir gucken mal, das macht ja nicht aus. Ich mache mir einfach noch Wasser dazu. Dann löse ich jetzt die Brühe erstmal drin auf. Ab und an mal umrühren, damit es nicht anhackt. Und den Rest einfach mit dazu. Auch schon die Tofu mit rein. Das macht nichts, der kann mit anbraten ein wenig schon. Und der Knoblauch ist auch schon mit rein. Oh, mein Küchen selber sieht hier schon ganz schön schlapp aus, wa? Hast du Hunger? Möchtest du eine Möhre? Guck mal. Du setz dich mal anständig hin. Runtergefallen. Setz dich mal anständig hin. Nö, er sammelt die Möhre schon von unten auf. Egal. Ich merke gerade, man sieht mich hier gar nicht so richtig. Aber ihr hört mich ja, oder? Hoffe ich zumindest. So, nun sieht die Sache schon ganz gut aus. Das machen wir jetzt erstmal aus dem Topf raus, auf einen Teller und stellen es beiseite. So. Da kommt jetzt ein bisschen Butter rein in den Topf. Also so in etwa. Und dann werde ich ein bisschen Mehl dazugeben. Das habe ich schon hier. Und werde eine Mehlschwitze mal andersrum machen. Bei den anderen Malen habe ich ja das Mehl mit dem kalten Wasser aufgelöst. Und jetzt mache ich es einfach so rein. So ein bisschen was. Ich stolpere das so drüber, also über die Butter. Warte einen Moment. Dann wird ein wenig umgerührt. Und dann kommt mit rein, ist noch nicht so spektakulär. Immer so ein bisschen nacheinander und dann versuchen wir auch gleich zu rühren, weil sonst wird es nichts mehr. So. Hoffe ich, dass dadurch die Suppe ein wenig cremiger und fester wird, weil wenn wir nur Brühe nehmen und so ein bisschen Milch, dann bleibt sie sehr suppig und ja, ja, so eine Lauchsuppe soll ja ein bisschen cremig sein. Ne? So, so sieht es gerade aus. So, machen wir es aufkochen. Und dann kommt unsere Lauchmischung rein. Dann gucken wir mal, ob es ein reicht. Na, da können wir fast noch was machen. Das ist ganz schön wenig geworden. Ganz schön wenig. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Milch. So, das sind so 250 Milliliter, würde ich jetzt mal grob schätzen. Zack. Ah, ist trotzdem noch ganz schön wenig. Da machen wir noch ein bisschen Wasser mit zu. So. Erstmal ein Schlückchen. Dann wieder aufkochen. Dann muss ich schon mal kosten, ob es kräftig ist oder noch was an Gewürz rein muss.
Naja. Ist noch ein bisschen nüchtern. So, dann machen wir einfach den Rest von unserem Gewürz noch mit zu. So. Dann kochen wir die ganze Sache nochmal auf. Und dann können wir eigentlich auch schon den Fischstäbchen drehen. Jetzt fängt es an zu blubbern. Ja, mein Küchenhelfer so fast schon. Ja, cool ist. Warum liegt du unter dem Tisch? Ja, wir sind zusammen. Kommst du mal hier? Hier ist dein Stuhl. So, alle. Dann setzen wir uns ordentlich hin. Guck mal, wo sind die Zuschauer? Da sind die Zuschauer. So, nun bleib. Siehst du. Ein Möhrchen für Gerti. Möhrchen. Nun ist er wieder weg. Ja, Möhrchen isst man halt allein da. So. Jetzt kommt unser Fischstiel mit rein. Also ein bisschen was mit Kräuter, ein bisschen was ohne Kräuter. Halt Reste kommen jetzt. Dann schauen wir mal. Wir haben fast gar nichts von mir gebraucht. Ganz, ganz wenig nur. Also es ist fast alleine und angelegt. Dabei haben wir noch nicht mal Sahne drin. Nur ein bisschen Milch und ein bisschen Frischkäse. Also allzu schlimm wird die ganze Angelegenheit hier gar nicht. So, na denn. Koch mal auf. Wir lassen es einfach so. Vielleicht noch ein bisschen die Basilie. Genau, das machen wir jetzt. Ein bisschen. Ja, so. Wird jetzt wieder ein bisschen ändern, aber naja, so wird es wert. So, die kochen wir nicht allzu lange mit, weil wir können ja nicht alles rauskochen, was unsere Basilie so steckt. Beim nächsten Mal jetzt wieder eine andere Kameraeinstellung, weil das gefällt mir noch nicht. Aber es bleibt jetzt einfach so. Bis denn!